Patronen, Messer, Sprengladungen. Wir haben alles im Angebot. Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einem wunderschönen neuen Let's Play. Natürlich auch wieder in Aufnahme mit dem Stream, wieder an einem Samstag, wie immer, zumindest wie immer bisher. Wir spielen diesmal Metro 2033. Das ist dann heute, ähnlich wie bei Bioshock vor einigen Monaten, der Startschuss, wo wir jetzt uns die Metro-Reihe angucken, bis zum aktuellsten Teil und versuchen mal herauszubekommen, was diese schöne Spielreihe so auf sich hat und was sie so mit sich bringt. Gut, dann nur fortsetzen. Ich habe natürlich mal kurz reingeguckt, Einstellungen grob angepasst und so, dass es eigentlich passen müsste, dass es nicht groß ruckelt und nach asynchron wird und den ganzen anderen Spaß, den es so gibt. Deswegen machen wir jetzt ein neues Spielstil. Genießen Sie leichtere Kämpfe und Tarnung beim Metro. Oder halt einfach überleben. Ich würde mal sagen, wir nehmen überleben. Ja, komm. Lass uns mal das Übliche nehmen. Dann gucken wir mal. Und wir machen natürlich normal, wie immer. Den anderen Spaß, nein. Wir wollen ja auch ein bisschen Story haben und sowas mit. Das passt dann schon, ne? Gut. Ja, möchte ich. Bewege den Schieberegler. Das Link-Bild kaum noch zu sehen ist, das ist der Fall. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Wollte ich den Monolog nicht abbrechen, aber Metro meint. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Okay. Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Da ist eine Spinne. Die ist das bestimmt. Okay. So. Aber es ist nun mal ein Spiel, wo wir auch looten können. Also gucken wir natürlich überall erstmal nach. Selbst wenn. Was haben wir denn? Aha. Wir gucken natürlich erstmal nach, ob es hier nicht irgendwie was zu looten gibt. Ihr kennt mich, das muss so sein. Ja, E drücken, das machen wir mal noch nicht. Ach komm, wir drücken mal das E. Oh, was können wir denn hier machen? Aha. Ach, aber aufkriegen muss nicht mehr. Naja, gut. Ist auch gar nicht laut oder so. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Natürlich geht hier immer alles kaputt. Achso, gedrückt halten. Oh, Chat will mich schon wieder verunsichern. Wenn du wüsstest, was wir wissen. Ach, gedrückt halten. Erstmal Licht anmachen. Kann ich das hier? Kann ich nicht. Okay. Ich dachte, vielleicht können wir das kaputt machen oder so. Die nehmen wir mit. Kann man immer gebrauchen.
bereit, Artyom? Nein. Ich hab gesagt, nein. Du kannst doch nicht einfach abhauen. Ich muss looten. So. Siehste, Kollege. Du kannst doch nicht einfach abhauen. Hier ist noch Zeug. Ist, können wir alles gebrauchen hier. Oh, siehst du, haben wir noch eine Maske. Springen. Grandios, wie wir das gemacht haben. Aber gibt es hier unten vielleicht was, was wir... Verfehlt. Naja, klettere hoch und versuche es noch einmal. Ich hab's nicht verfehlt. Ich bin runtergesprungen. Hast du mal hingeguckt? Okay. Aber jetzt müssen wir zumindest schon mal wieder eine Taschenlampe angehen. Okay. Auf nach oben. Okay. Anscheinend kann er zu Hause. Ja, nee, ist klar. Wie willst du denn das vor? Wir sind fast da. Dies ist das Korblev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Ja, mach keinen Stress. Das klingt doch schon, als wenn keiner da ist. Ja, ja, ja. Alles klar. Ist doch schon geladen. Lustige kleine Dinger. Ah. Tja, das kriegen wir doch gut hin. War doch gut. Das ist schon wieder ein neuer gewesen. Da sind Vögel. Okay, erstmal einen Kaffee ziehen. Ja, siehst du, er wollte auch was ziehen. Ich wollte aber einen Kaffee ziehen. Ah, jetzt. Boah, der ist so unentspannt. Rechte Maustaste. Ich soll zielen, meinst du? Aber ich habe doch einen Laser. Mit Laser kann ich da auch gut zielen. Oder verzieht der dann da nicht so sehr? Das könnte man natürlich auch machen. Pisser. Oh, was? Die fliegen hoch? Gute Sache. Ja, okay. Ich soll ja hier ein bisschen mithelfen. Bereit! Ja, wir waren so flüsterleise, es hat bestimmt keines dieser Monster rausgekriegt. Oder mitgekriegt. Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Tja. Wir sind am Turm. Schönes Post, ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Die sind bestimmt noch vortauglich. Umschalt, um zu sprinten. Naja, ob ich das jetzt machen sollte... Überfährst du mich mal nicht? Wo fährst denn du lang? Ich war mitten im Gebüsch. Pisser, ey. Mann, 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 Mann. Super, Bruder. Ich bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Aha. Haben Sie das gehört? Sturm. Was zum Teufel ist das?
Da hätte er. Bildet einen Kreis. Ja. Er bewegt sich von alleine. Das ist ja was. So, jetzt. Ruhig bleiben. Ich bleib total chill. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Ich guck mal. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Auf mein Zeichen. Scheiße! Feuer frei! Scheiße! Feuer frei! Stellung halten! Ja, aber so langsam muss ich mehr mit Stellung halten. Au! Ja. Na gut, ja. Hallo, ist der mal aufgetaucht? Ach du Scheiße. Ey, ich hab den gemocht. Arsch. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Monsterplage ist nie gut, glaube ich. Da ist die Furcht schon irgendwie verständlich. Ich meine, anscheinend haben wir hier irgendwie ein postapokalyptisches Szenario. Auf einmal kommt noch ein Monster auf uns zu. Wäre da nicht ein bisschen Pippi in der Hose? Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Was uns jetzt wohl hier erwarten wird? Erstmal Klampe nehmen. Sehen jetzt also nicht so gut wie jetzt Booker anscheinend. Ja. Ja. Da geht mir doch glatt ein Licht aus. Nee, komm, wir müssen sparen. Mach mal aus. Ach, cool. Von den größten Sehenswürdigkeiten, ne? Stonehenge, Big Ben, Pyramiden. Ist das Kolosseum da unten? Ja, scheint so. Ist das Aquädukt da drüben gemeint? Ja, hier natürlich große Statue, ne? Oh Gott, wo ist das? Ich komme gar nicht mehr drauf. Sao Paulo? Ja, okay. Bin ich mir jetzt nicht mehr gerade sicher. Könnten das hier Entwickler sein? Die sich hier verewigt haben?
meine, das sieht ja schon eher aus wie Fotos und nicht wie irgendwas anderes. Okay. Karte von der U-Bahn. Wir müssen ein bisschen sparen. Gehen wir, Artyom. Machen wir. Lass mich hier mal kurz ein bisschen. Scheiße, Speise, Krankheit. Ja, Nikolai. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und gebe nicht auf. Was haben Sie vor? Sie jagen und alle abknallen? Das ist nicht mal lustig. Nein, weiß Gott nicht. Oh, schöne Waffe. Hi. Hallo, Artyom. Grüß dich. Dimitri? Ja, oder? Stimmt. Oh, verschlossen. Gut. Auch verschlossen. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? So. Verdammt gute Frage, was wir tun können. Die werden uns alle umbringen. Nein, wir kriegen das schon noch irgendwie hin. Doc, kümmere du dich darum, dass die Leute hier unten halbwegs gesund bleiben. Sergei, habt ihr meine Sohn gesehen? Hey, letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Ach, das Krankenhaus ist voll. Viele wollen die Station verlassen. Verstehe ich, Junge, verstehe ich. Ja. Aber glaub mir, versuche ihnen zu sagen, sie sind hier sicherer als draußen. Der Hauptmann sagt, er sei in Ordnung, aber ich hoffe, er lebt noch. Wir können nur noch. Mann, ist die Scheiße. Mein Bruder ist im Krankenhaus. Ich verstehe, aber bleiben Sie ruhig. Petro! Ah, du bist es! Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Lazarst? Na los, Artyom. Ja. Privet. Gorodsk Voda. Aha, okay. Die Leute wollen ihre Verwandten sehen. Ja, glaube ich. Also, da ist irgendwas mit Wasserversorgung, beziehungsweise. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Hunter. Was? Turm nicht eingesammelt? Okay. Eintrag 1. Tagtäglich ziehen unsere Patrouillen zu den Tunnels. Tunnels? Im Norden los. Und tagtäglich kommen sie mit Toten zurück. Brutal ermordet. Und zwar völlig unerklärlich. Noch mehr kommen verletzt zurück. Aber durchgedreht. Und doch können wir die Schwarzen nur auf Abstand halten, indem wir unsere Freunde, Nachbarn und Verwandten dorthin schicken. Wenn uns irgendwann die Leute ausgehen, um ihre Angriffe in größerer Entfernung abzublocken, wenn wir sie irgendwann an unserer Station ankommen, dann sind wir erledigt. Ich höre, wie die Leute tuscheln, dass wir den Todeskampf nur in die Länge ziehen. Und dass es keine Hoffnung auf Rettung gibt. Aber Sukhoi, mein Stiefvater und Stationsleiter, hofft noch immer auf ein Wunder. Er besteht darauf, dass sein alter Freund Hunter uns retten kann. Hunter ist ein Mitglied des Sparta-Ordens, einer Kampfbruderschaft, die sich auf den Schutz der Metro vor allen Gefahren eingeschworen hat. Es gibt nichts, was den Herzen dieser Männer Furcht einflößen kann. Zumindest gab es nichts, bis die Schwarzen kamen. Gott, ich fühle mich auf Fenster. Niemals aufhören. Ich ertrage es nicht mehr. Doktor, du musst es schaffen. Sieh dir all das Leid an mir. Ach du Scheiße.
Guckt euch an, was hier los ist. Bleiben Sie von mir weg! Oh, wir können sogar hier rein. Cool. Kann ich auch hier rein? Nee, ne? Ah, springen kann ich nicht. Gut. Oh, ist das eine Holzeisenbahn? Also modelliert sozusagen? Oder ist das irgendein... Das sieht so ein bisschen danach aus, ne? Chat fragt, könntest du mal für alle, die kein Russisch sprechen, übersetzen? Ich kann's probieren. Aber ich habe schon so lange kein Russisch mehr gesprochen. Öffne das verdammte Tor. Lesen kann ich's meistens, grob verstehen vielleicht auch, muss ich mal gucken. Willkommen, Hunter. Privet, Hunter. Danke, und jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Warum die eh so lange brauchen? So Quatsch. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Hey, danke dir. Das sind keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Eindringlinge im Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was? Ich habe keine Waffe. Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. In Ordnung. Los. Hol dir schnell deine Waffe. Ja, dann gib her. Toll, ich krieg die Pläne. Verdammt, so weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Ist ja Schrott. Artyom, bist du okay? Natürlich ist er das. Unkraut vergeht nicht. Ich hab noch zwei Schuss. Keine Schwarzen hier. Nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst, die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört! Was? Scheiße.
Fuck. Ich kann nichts machen. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Hey, Hunter, du kannst doch jetzt nicht gehen. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis. Verstehst aber nicht um du? Deinen Preis. Sparta. Sparta. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Liga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Das ist jetzt das Richtige. Was? Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Ich versuch's. Okay, tut mir leid, das konnte ich nicht übersetzen. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier gerade ein richtiger Zeitpunkt dafür wäre, die erste Folge zu beenden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Cheerio!